Hallo. Wieder eine Aufnahme. Ich mache es jetzt so oft wie möglich. Einfach damit wir immer wieder in unsere Mitte, in unsere Kraft und einfach diese Übung beibehalten. Immer wieder in die Ausdehnung gehen, in den inneren Frieden, wo doch im Außen alles so schwierig ist. Manchmal höre ich oder lese ich, es fällt mir gerade schwer, jetzt in dieser Zeit bei mir zu bleiben. Und ich denke, es ist eine Herausforderung, auch für mich, weil ich immer wieder selber auch an den Punkt komme, wo es wie schwierig ist, mich da so neutral bei mir zu bleiben. Aber ich übe, mache weiter und so gesehen ist es ein riesengroßes Übungsfeld für uns. Ja. Und umso mehr wir das immer wieder machen, umso einfacher und schneller geht es in diese Ruhe und in diese, einfach sich so zu zentrieren und ganz bei sich zu bleiben. Und was ich selber immer wieder hilfreich finde, ist mit dem Ho'oponopono. Wenn eine Situation im Außen geschieht, die mich aufwühlt, dass ich immer wieder in Gedanken die Sätze sage, es tut mir leid, aber ich vergebe mir, ich liebe mich, danke. Oder es tut mir so leid, dass das jetzt in mein Feld kommt. Oder in meinem Leben so, sich so zeigt. Aber ich vergebe mir, weil ich mich liebe und dafür bin ich so dankbar. Und wenn du in diesem Moment davon ausgehst, dass alles, was dich so überkommt im Außen, alles, was dich irgendwo bewegt, noch irgendein Anteil in dir da ist, mit so einer Situation, mit den Emotionen, irgendwo eine Verletzung in dir hat, das irgendwo antriggert. Und in dem Moment diese Sätze, das Ho'oponopono machst, dann bleibst du in diesem Moment bei dir und du steigst nicht ein im Außen und du heilst es in deinem Herzen. Und je mehr wir das machen, umso mehr geschieht Heilung für uns selbst und wir lernen in diesem Moment einfach ganz präsent bei uns zu bleiben, ohne zu werten, sondern einfach zu beobachten. Das ist so ein Tipp und ja, ich mache es auch nicht jedes Mal, manchmal vergesse ich es. Aber wenn ich es mache, dann gelingt es mir, dass ich meine Energie einfach bei mir behalte. Das so als Tipp. Ja. Und genau, viel sich mit den schönen Dingen beschäftigen, befassen, selber das machen, was wir gerne machen. Oder bei mir ist es jetzt etwas Kreatives machen, mich mit den Farben umgeben. Oder eben eine Aufnahme.
machen. Und ja, auch mit den Menschen etwas unternehmen, mit denen ich auch lustig habe und Freude habe und aber alles teilen kann. Ja. Auch mal überlegen, was mache ich gerne? Was mache ich gerne? Was macht mir Freude? Was macht mir Spaß? Genau. Ich mache jetzt Ohrringe. Ich habe jetzt Federn. Ich habe so eine Schachtel auseinandergenommen und habe Federn gefunden und habe jetzt ganz viele solche Ohrringe gemacht. Teils selber, also ja, ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber die lange, die habe ich selber gefunden. Ja, und diese kleine Feine, die hatte ich irgendwann mal gekauft. Und dann mache ich solche Dinge, die mir halt Spaß machen in meiner Freizeit. Ich mache nachher eine Runde durch meinen Raum. Wenn es dich interessiert, kannst du dann schauen, wie es hier aussieht oder was ich alles so mache. Vielleicht kann es ja einen Impuls geben, eine Idee oder einfach zum Schauen, was es alles für Möglichkeiten gibt oder ein Teil davon. Ja, und jetzt verbinde ich mich mit der Mutter des Lichts. Du kannst dich auch ganz mit ihrer Energie verbinden. Ich nehme wahr, wie sich das Feld ganz öffnet. Und sie uns ein ganz großes, volles Herz schenkt. So ein rundes, fülliges Herz. Und sie sagt, ich grüße dich von Herz zu Herz. Ich, die Mutter des Lichts, bin in reinster Liebe und ich verbinde mich mit meiner Energie und unterstütze dich, diesen Raum immer mehr beizubehalten. Das reine Licht, das in dir selbst vorhanden ist. Die Energie der Liebe, der Reinheit, der Freiheit. In dieser reinen Form zu verweilen und immer mehr deinen Alltag darin zu verbinden bringt dich in deine eigene Lebensqualität, Lebenskraft und Freiheit. Ganz bewusst einzutauchen in diese unendlich weite Leichtigkeit
in voller Präsenz, ganz bei dir, in deinem Körper. Und verbunden mit der Erde. Erkenne dich immer wieder in dieser Verbindung, dieser Weite. Und Präsenz zugleich. Du hast die Erde gewählt. Dies ist eine kraftvolle Erfahrung. Mit dem menschlichen mit dem Körper und mit dem Bewusstsein. Mit dem Erkennen und Erfahren, dass du selbst Schöpfung darstellst. Und diese Momente des Friedens einfach immer mehr als deine Wahrheit erkennst. Vertraue deiner Liebe, deiner Kraft, deinem Leben. Und vertraue deiner Fähigkeit, in dieser Präsenz, in deinem Körper, diese Freiheit wahrhaftig zu leben, immer mehr und immer freier. Und sie geht wieder einen Schritt zurück und sie bedankt sich. Und ich bedanke mich auch. Und genieße diese Leichtigkeit der wir jeden Moment auch einfach mit den Gedanken und mit dem Fokus aufs Herz und auf die Ausdehnung immer wieder eintauchen können im Alltag. Immer wieder, ich verbinde mich. Ich bin in meiner Leichtigkeit, in meinem Herzen und vorstellen, wie sich alles ausdehnt. Und das können wir überall, an der Kasse, beim Friseur, egal wo, bei der Arbeit, immer wieder einatmen und mit dem Ausatmen, ich bin ganz leicht und weit. Genau. Und jetzt, wie versprochen, mache ich jetzt noch ein Rundgang durch meine Räumlichkeiten, meine kreativen
einfach gerade was mir so über den Weg läuft. Okay, bis gleich. So, also jetzt zeige ich mal den Raum, von wo aus ich die Videos mache. Das ist hier da vorne bei den Kerzen. Und jetzt mache ich mal so einen Rundgang mit dem Mandala. Mandalas, die überall hier im Raum sind. Oder Ketten, die ich selber kreiere. Mit zum Teil Holz, Glas oder Steinen. Hier habe ich die Baumperlen, die finden wir zum Teil an Bäumen. Und wenn man sie abnehmen kann, das sind dann so wie Kugeln am Stamm. Wenn man sie von Hand abnehmen kann, dann, ja, dann ist das okay. Und sonst müssen sie noch am Baum bleiben. Und diese schleife ich und mache daraus so Anhänger, und die tragen ganz eine starke zentrierende und erdende Kraft. Hier habe ich noch zwei große und da noch den Flyer dazu. Das sind die Selbstliebe-Armbänder. Auch etwas, was man machen kann zur Erinnerung, wenn du es am Arm trägst, zur Erinnerung, ich liebe mich. Und für eine Übung, so wie eine Mala oder ein Rosenkranz, wie eine Gebetskette, wo wir auch positive Sätze wiederholen können. Hier noch andere Armbänder. Ja, ich habe ganz viel Schmuck gemacht. Und Mandalas. Mandala malen, das ist wie eine Meditation. Hier ist das große Frieden, Freiheit, das kann man auch bestellen in meinem Shop als Druck, dass ich noch etwas Werbung mache. Hier ist nochmal ein Mandala. Kerzen. Und das ist nochmal ein Bild. So. Was ich auch immer schön finde, sich selber ein Bild malen, mit wo man so die Wünsche mit rein nimmt. Zum Aufhängen immer wieder anschauen und Energie reingeben. Die Fülle. Das erdende Erdchakra Mandala. Und hier ist die Tara. Meine Mother Drum, Mutter Trommel, kann man sich unten drunter legen und wird von mir betrommelt. Ganz viele Duftöle, Räucherbare und nochmal ein Mandala, Sakralchakra. Ich liebe mich, so wie ich bin. Sich selbst ein Bild malen, zur Erinnerung.
Und hier habe ich die Kartensets von den Mandalas. Ja, ich zeige jetzt nicht jedes einzelne. Da habe ich noch so Sets oder einzelne Karten. Kann man auch kaufen im Shop auf meiner Webseite. Und hier noch so ein Poster. Und das kann man auch als Bild, als Druck kaufen. Aber da habe ich mir auch das habe ich mir gemalt, einfach zum Aufhängen. Fröhlich, fröhliche Farben. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Zur Erinnerung. Und hier ist der zweite Raum. Hier habe ich meine Liege. Die Heilsitzungen zum Teil. Und die Mutter Maria. Und auch wieder ein Mandala im Hintergrund. Und hier nochmal. Überall. Das ist auch ein Poster. Und hier ist der Aufenthaltsraum, wenn wir Seminare haben, aber auch mein Arbeitsraum. Und jetzt bin ich am Ohrringe machen. Das mache ich auch gern. Ich habe ganz viele Federn, die ich bekommen habe. Das sind jetzt Truthahnfedern. Und habe jetzt Ohrringe gemacht. Mit verschiedenen Federn. Genau. So. Das sind auch so Einzelstücke oder als Anhänger für eine lange Kette. Und hier noch mit Feuerachat. Genau, so ein kurzer Einblick. Hier noch Mandalas für den Workshop, den Aufbau zeige ich oft mit diesen Bildern. So, jetzt hast du mal gesehen, wo dass ich genau bin. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ciao.